So, willkommen zurück im letzten Part jetzt von Destiny. Ich bin am Überlegen. Ich werde Destiny vielleicht doch ab und zu jetzt mal streamen, auch mit meiner Bumsleitung, mal gucken, was das bringt. Weil meine Leitung ist ja schon ein bisschen was besser geworden. Also müsst ihr mal bei Twitch gucken, weil ich werde das jetzt definitiv die nächste Zeit öfter spielen mit Freunden. Der Manu und ich wollen ja auch noch einige Sachen machen. Und ich würde sagen, ich komme mal zu meiner Meinung jetzt zu diesem neuen und angeblich letzten Update. Ich habe die Story jetzt noch nicht neu angefangen. Ich werde die Story auf jeden Fall nochmal versuchen zu spielen. In der Hoffnung, dass wir dann mehr Quatschsequenzen von dem Geist haben. Mir ist aufgefallen, dass hier der Geist schon, habt ihr die zwei Levels gesehen, die ich jetzt vom König der Besiegten gemacht habe. Der Geist quatscht definitiv mehr, was ich sehr gut finde. Der andere Typ mit seinen sarkastischen Kommentaren finde ich auch gut. Finde ich schade, dass sowas nicht schon vorher war. Dass es vorher so ein bisschen persönlicher, auf so einer persönlicheren Schiene war. Das finde ich sehr, sehr schade. Hätten sie besser einbauen können. Aber ich finde das neue Update gar nicht mal so schlecht. Ich finde es gut. Auch vor allen Dingen mit den goldenen Waffen. Man kann halt die man entdeckt hat, jederzeit wiederherstellen. Gegen Vorhutmarken und die legendäre Vorhutmarken. Man kann, wenn ich jetzt eine Waffe aus Versehen zerstört habe, oder einfach so, wenn ich genug Vorhutmarken, legendäre Vorhutmarken habe, kann ich die wiederherstellen. Oder irgendeine andere Waffe, kann ich euch mal zeigen, wenn ich quatsche dabei und ihr hört mir einfach zu. Kann man die wiederherstellen. Man kann jetzt endlich auch mehr Missionen machen. Die haben den Tresor vergrößert. Also die haben wirklich auf die Sachen, was die Fans gesagt haben, endlich mal gehört und haben gesagt, es ist okay. Wir verbessern das. So, hier seht ihr zum Beispiel für die normalen, also für die Level Jahr 2 Helm, also das ist diese zweite Jahr, was wir jetzt haben, alles ab Level 40 kann ich überhaupt noch nicht mit anfangen, kommt erst später. Und hier seht ihr, da brauche ich exotisches Bruchstück, um ein Ding wieder herzustellen. Also lohnt sich nicht wirklich, weil ich kriege, auch wenn ich es zerstöre, ja nur ein exotisches Bruchstück. Ich habe gedacht, Mensch, hier kann man einfach mal so wiederherstellen, aber leider geht das nicht. Aber die exotischen Bruchstücke kriegt man ja auch irgendwo bei dem Typen. Ja, und dann kann man sich dann hier die zum Beispiel herstellen. Aber warum sollte man sich das herstellen, wenn man das gleich machen kann? Also kann man ja auch. Aber hier, seht ihr ja. Braucht man 125 legendäre. Und das gleiche ist hier auf der anderen Seite auch mit den legendären Waffen. Dass wir hier legendäre Waffen wiederherstellen können. Hier für 150 legendäre Vorhutmarken. Und hier die Waffen, die ich schon gefunden habe. Das wäre diese. Die habe ich noch nicht freigeschalten. Aber wo war sie denn? Wo war sie denn? Hier. Die habe ich zum Beispiel. Den Raketenwerfer. Dann, das ist der hier. Den habe ich immer noch. Dann habe ich hier Gjallarhorn. Gjallarhorn wird auch nicht in Jahr 2 übernommen. Was ich sehr schade finde, weil Gjallarhorn echt geil aussieht. Hier, den habe ich nicht gefunden. Das ist diese mit diesem Haifisch, was beim vorletzten Update mitkam. Ja, und bei den normalen Waffen seht ihr hier auch überall rot. Irgendwo müsste jetzt was für entdeckt kommen. Da, hier, die hier entdeckt. So, und hier, ich habe halt nicht so viele exotische Waffen, weil ich habe immer keine gefunden. Alle anderen haben andauernd exotische Waffen gefunden. Ich habe nie eine exotische Waffe gefunden. Und, ja. Keine Ahnung. Alle anderen hatten immer mehr Glück. Und das soll jetzt wohl besser sein. Auch hier seht ihr ja, hier ist die Olle. Da kann man sich auch das Armband verpassen und irgendwas. Also ist wirklich extrem viel dazu gekommen. Im Neuen. Auch Gesten und so sind neu dazu gekommen. Wir haben jetzt hier neue Gesten, die wir machen können. Wie war denn das? Das kennt ihr ja. Mit dem Hinsetzen. Und wie machen wir denn die neuen? Wie machen wir die neuen? Habe ich noch nicht rausgefunden.
Aber irgendwie kann man hier neue Gesten machen. So, und dann gucken wir uns den mal an. Ja, die Grafik sieht aus wie immer. Ist top, kann man echt nicht meckern. Sound ist auch top. Story finde ich auf jeden Fall jetzt besser als davor. Durch die sarkastischen Kommentare. Der Geist quatscht mehr. Das ist das, was mir immer gefehlt hat. Und ich denke mal, ich werde auf jeden Fall die Story nochmal in Angriff nehmen und gucken, ob der Geist jetzt hier wirklich mehr quatscht. Ich bin da jetzt echt am überlegen, ob ich da nochmal einen neuen Charakter anfange oder nicht. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, denke ich mal. Ja doch, ich werde mal noch einen neuen Charakter anfangen. Doch, werde ich machen. So, so Negatives habe ich jetzt so gar nicht gefunden. Also die Steuerung ist sehr direkt, so wie immer. Ich kann gut zielen. Ist der einzige Shooter, wo ich auch gut zielen kann, muss ich dazu sagen. Irgendwie, keine Ahnung. Oh, der Turm sieht... Oh, der Reisende sieht ein Stück anders aus. Der war vorher mehr Metall. Hm. Okay. Und hier ist der Turm. Also auf jeden Fall haben sie das verbessert, was mich immer gestört hat. Und vor allen Dingen kann ich jetzt meine Waffen sagen, ich behalte die jetzt. Ich finde auch vernünftige Waffen und nicht so ein Scheiß wie vorher, dass ich zwar grüne, ich finde sie zwar auch grüne Waffen, aber trotzdem sind sie besser als meine. Aber vorher war es ja so, ich habe Waffen gefunden und die waren, weiß ich wie viele Klassen unter meiner. Das hat mir alles nichts gebracht, das ist jetzt hier alles anders. Das haben sie wesentlich angeglichen. Mit dem Lichtlevel ist immer noch ein bisschen schwer durchzusehen, aber ja, das wird schon. Das wird schon, denke ich mal. Ich finde es aber gut, dass sie das jetzt getrennt haben und nicht, dass das Lichtlevel von der Rüstung abhängig ist. So kann man normal leveln und das Lichtlevel leveln. Und das Lichtlevel bestimmt halt jetzt die Rüstung. Also wir haben das normale Level, das ist unser Level. Und das Lichtlevel bestimmt dann halt, wie viel wir abhaben können, wie wir Treffer wir aushalten, wie schnell wir irgendwelche Gegner K.O. schießen können. Und ja, das ist jetzt alles ein bisschen besser. Da frage ich mich echt, warum nicht schon früher? Warum jetzt erst? Und dann nochmal für so einen Schmott an Geld. Das finde ich echt schade von Bungie. Wirklich, also ich hätte mir echt gewünscht, dass dieses DLC entweder gratis oder früher kommt. Oder wenigstens teilweise gratis. Ist ja teilweise gratis. Ist ja jetzt so mit den Lichtleveln und so ist ja gratis, aber hier mit der Story und so. Ich weiß es nicht. Also ich hätte mir gewünscht, dass sie das früher machen und auf die Fans hören. Ich hoffe, sie haben versprochen, dass jetzt mehr für PvE gemacht wird und dass auch irgendwo so eine Wellen versteckt sein sollen und so. Ich hoffe es. Ich hoffe es, dass es jetzt nicht wieder von vorne losgeht, weil es ja im Prinzip jetzt ein ganz neues Destiny. Ein ganz neues Destiny-Erlebnis. Wir fangen praktisch bei Null an sozusagen. Die Waffen alle da und so. Aber ich hoffe ehrlich, das ist meine wirkliche, ehrliche Meinung, ich hoffe, dass die Scheiße jetzt ein Ende hat, dass alles auf PvE gesetzt wird. PvP gesetzt wird. Dass nur gegeneinander. Da mit diesem Schmelztiegel-Scheiß und so. Das hat mich von Anfang an gestört. Die haben versprochen, dass wir mehr PvE. Gemeinsame Missionen. Warum kamen nicht Wellen? Warum kam die Arena so spät? Warum? Ich hätte mir echt gewünscht, weil sie versprochen haben, dass es ein Spiel für Freunden mit Freunden ist, dass sie da auf diese PvP-Kacke wirklich nicht so das Augenmerk legen, wie sie dann im Endeffekt gemacht haben, weil dafür kam ja andauernd irgendein Scheiß. Und für uns, die nur PvE machen wollten, gar nicht. Ich hätte mir echt gewünscht, dass sie die Levels mal von hinten nach vorne machen. Warum muss ich von A nach B laufen und B ist die Königin, macht die Königin platt, Levelende. Warum kann ich nicht von B nach A laufen und dann ist mal, was weiß ich, nicht die Königin da, dann ist da, was weiß ich, wer da. Oder die Hälfte von Level A, die Hälfte von Level B und daraus ein Level gemacht. Dass mal ein bisschen Abwechslung kommt. Dass nicht immer das gleiche Level ist. Aber das war ja so, man wusste ja genau, jetzt läufst du da kommt der, jetzt versteckst du dich, gehst da raus, schießt den ab, gehst du raum, schießt den ab. Das war ja alles sehr berechnet denn zum Schluss, wenn man es wirklich gesuchtet hat und extrem gesuchtet hat, wie ich und viele andere auch. Und da finde ich das sehr schade, dass das jetzt erst kommt. Aber ich hoffe, dass Bungie daraus gelernt hat, was die Fans gesagt haben und dass es jetzt wirklich mehr PvE gemacht wird und dass da wieder ein bisschen Spaß ins Spiel kommt, weil das war, was mich abgeschreckt hat.
Einmal, dass ich immer wieder von vorne anfangen musste und dass einfach nur zu viel auf PvP gesetzt wurde und PvE komplett vernachlässigt wurde. Aber scheint ja wohl so, dass das jetzt besser wird. Bungie hat auch versprochen mit diesen Wellen und hier soll wohl mehr kommen. Und ich bin da sehr gespannt. Also bis jetzt positiv überrascht. Sehr, sehr positiv überrascht. Und ich lasse mich da jetzt mal überraschen, wie es jetzt mit Destiny weitergeht. Ihr könnt gerne unter das Video mal posten, was eure Meinung ist. Was ihr denkt, wie es mit Destiny weitergeht. Ob sie mehr wieder in PvP gehen, ob sie PvE machen, ob es ein gesunder Gleichklang ist von PvE und PvP. Und ja, ob ihr überhaupt noch spielt, ob ihr dem Spiel nochmal eine Chance gibt oder ob ihr das DLC gar nicht holt. Oder ja, das würde mich jetzt mal von euch interessieren. Und ich verabschiede mich dann erstmal. Ahoi, sagt euer Odin.